ein ungewöhnlich durchdringendes Licht, das der tief unter dem Vorsprung ruhende Königssee durch die Scheiben wirft. Das müssen die also mit dem Begriff Luftbad gemeint haben. Ungekochter Reis nimmt nur mühsam das Wasser auf. Daher erscheint die meditative, aber knochenharte Arbeit umso unsinniger, je weniger sie hinterfragt wird. Würde irgendjemand hier oben hineinschauen können? Überhaupt keine Vorstellung, wo hier das nächste benachbarte Haus ist. Der Hinweg ist auch längst vergessen. Dann sähe er eine entblößte, leicht aufgedunsene Kalkleiste mit Roteinsprengseln. Dieser an sich nicht weiter bemerkenswerte Mann schaufelt immer wieder portionsweise den in der Stube türmenden ungekochten Reis in ein flach mit Wasser gefülltes großes Stahlgeschirr. Nicht, dass das Gefäß besonders zuverlässig wäre. Sobald die Schaufel ins Gefäß abgeladen wird, beginnt der Reis bereits überzuquellen und zu Boden zu sacken. Mit anderen Worten, es bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, vielmehr scheint es, als schaufle der Mann unaufhörlich und als sei der Versuch, sich Raum zu schaffen, auch zugleich sein eigenes Begräbnis. Die Spiegelsonne vom See wird immer röter und trifft durch das Glas auf den stumpfen, pappigen Reis. Bald wird der Reis Nase und Mund des armen Mannes erreicht haben, der kaum noch Atem schöpft. Ungekochter Reis plumpst in seine Lunge, die letzten Restimpulse ersterben. Die rote Sonne versinkt mitten im See. Dunkelheit deckt sie zu. Die perfekte Tarnung. Eine Nacht wie mit dem Lineal gezogen und stumm geschaltet. Wer aus ihr heraus will, der muss sich erst durchfressen.